So, um in diesem Koordinatensystem zu navigieren, benutzen wir jetzt zwei Wegezähler. Wir sind jetzt hier relativ groß und nicht besonders schnell. Das liegt aber daran, dass wir zu dem Zeitpunkt noch nicht besonders erfahren mit dem System waren. Mein Bruder hat momentan ziemlich gute zwei Wegezähler gebaut. Da werde ich jetzt einfach mal einen Link oben posten. Der hat ein Tutorial zugemacht. Die funktionieren instant. Das heißt, man braucht keine Zeitverzögerung, man kann die kürzesten Signale hintereinander verwenden, um damit zu zählen in beide Richtungen, was schon eine ziemlich gute Leistung ist, weil normalerweise muss man immer einen Abstand zwischen den Signalen haben, um das System nicht zu verwirren. Mit seinem System kann man direkt zählen in beide Richtungen. Ja, das hier sind diese zwei Wegezähler. Diese zwei Wegezähler bestehen aus einzelnen Speicherzellen. In diesem Fall ist gerade diese Speicherzelle hier aktiv, das seht ihr anhand der eingeschalteten Leitung hier draußen, also anhand des eingeschalteten Ausgangs. Ja, diese zwei Wegezähler funktionieren so, dass wenn ihr, ja, wie soll man das jetzt beschreiben? Es ist jetzt relativ schwierig zu erklären. Wenn ihr diese Speicherzellen durchschaltet, dann aktiviert sich immer die nächste Speicherzelle in die Richtung, in die ihr zählt. Das heißt, wenn ihr jetzt in hier bei der Speicherzelle in den positiven Bereich zählt, passiert jetzt nichts, weil hinter dieser Speicherzelle keine weitere Speicherzelle dran ist. Das heißt, wenn ihr hier in den positiven Bereich zählt, könnt ihr nicht weiter zählen, weil diese einfach für den positiven Bereich nicht aktiviert ist. Das ist nämlich diese Leitung hier, der positive Bereich. Wenn ihr hier also nach oben zählt, wird nichts passieren, weil sie schon ganz oben ist. Ganz oben ist ja die erste Zeile, die ja gerade auch aktiv ist auf dem Bildschirm. Wenn ihr also weiter nach oben zählen wollt, in die nullte Zeile, die es ja nicht gibt, wird einfach nichts passieren, weil dieser Zähler nicht weiter als 1 zählen kann. So, das ist natürlich extra, damit man nicht höher als 1 zählen kann. Runterzählen geht allerdings. Wenn ihr jetzt hier ein Signal für nach unten kommt, das ist die obere Leitung hier, ironischerweise. Die obere Leitung ist die nach unten Zählenleitung. Wenn hier ein Signal nach unten zählen kommt, deaktiviert sich diese Speicherzelle von selbst. Und der Zustand von dieser Speicherzelle, der eingeschaltete Zustand, aktiviert auch ihren Nachbarn, diese Speicherzelle, auch für nach unten zählen. Das heißt, mit diesem Prinzip kann man nach oben und nach unten zählen. Weiter werde ich es nicht erklären. Guckt euch das Video von meinem Bruder an. Ja, dadurch, dass immer nur eine einzige Speicherzelle aktiv ist, ist auch immer nur eine Koordinate in dem System aktiv, die ihr durchschalten könnt, wodurch die einzelnen Speicherplätze durchgeschaltet werden, die aktiviert oder deaktiviert werden. Das gleiche gilt für diese Achse hier. Hier ist auch die erste Speicherzelle aktiv. Hier gilt aber, dass wir nach links zählen können in dem Fall. Das ist hier die Y- oder X-Achse, ist auch egal. Auf jeden Fall ist das die Achse für die Anordnung der Buchstaben in der waagerechten. Und da wir ja eben gesagt haben, dass wir, wenn wir am Bildschirmrand ankommen und weiter nach rechts springen zum Beispiel, eine Etage tiefer nach links kommen, also so wie der normale Zeilenfluss bei Word, muss sich diese Speicherzelle ja auch nach links in den negativen Bereich bewegen können, beziehungsweise nach rechts in den negativen oder in den positiven Bereich, auch wenn dort theoretisch gar nichts mehr ist. Da haben wir einfach eine Überbrückung genutzt, das heißt, wir haben die erste Speicherzelle mit der letzten verbunden und umgekehrt über Kreuz, dass wenn man zum Beispiel hier, wenn man nach links aus dem Bild rauszählt, rechts rauskommt. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn es auch praktisch möglich ist. Wenn man also jetzt zum Beispiel ganz oben, so wie hier ist, an dieser Position und versucht nach links zu zählen, geht das natürlich nicht mehr, weil man dann in die nullte Zeile springen würde, was ja faktisch nicht möglich ist, weil wir hier keine nullte Zeile drin haben und auch im System nicht. Deswegen ist das bei der Zeile 1 in nach links gesperrt und bei der Zeile 6 nach rechts gesperrt. Klingt jetzt vielleicht verwirrend, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ansonsten, ja. Ach so, ja, übrigens, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Nöte oder sonst irgendwas, schreibt mich an. Ich werde es euch gerne erklären. Zur Not auch nochmal ein extra Videokommentar. Dafür bin ich da. Dafür habe ich jetzt endlich das Mikrofon. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich ausführlich auf alles einzeln eingehen. Das heißt, wenn ihr was besonders gerne wissen wollt oder was überhaupt nicht verstanden habt, schreibt mich an. So, wir haben also geklärt, wie die einzelnen Speicherplätze freigegeben werden in der Festplatte. Indem nämlich diese Koordinaten durchgeschaltet werden, welche die Speicherplätze aktivieren. Wir haben aber noch nicht geklärt, wie festgelegt wird, welche Speicherplätze auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Wir haben ja festgestellt, dass wenn wir nach unten navigieren, dass dann auch die Speicherplätze nach unten springen, beziehungsweise die Ausgabe der Speicherzellen springt nach unten.
Das Ganze wird über dieses hübsche System hier gesteuert. Und zwar ist das ebenfalls ein Zwei-Wege-Zähler. Allerdings hat der nur 1, 2, 3, 4, 5 Speicherzellen. Sehr intelligente Menschen werden jetzt feststellen, oder beziehungsweise schon wissen, worum es sich dabei handelt. Und zwar haben wir ein sehr cleveres und einfaches System benutzt, um die Zeilen durchzuschalten. Nämlich einfach, indem wir alle Speicherzellen, die hier vorhanden sind, theoretisch auf dem Display anzeigen können an jeder Position. Also nicht an jeder Position, sondern an den Positionen der jeweiligen Spalte. Das heißt, die Position von dem ersten Buchstaben in der ersten Zeile, nämlich die hier unten hatten wir ja gesagt, wir haben ja hier verkehrt rumgebaut, hier unten die erste Zeile in der ersten Spalte, kann theoretisch oben in der ersten Zeile angezeigt werden, in der ersten Spalte angezeigt werden oder unten in der ersten Zeile angezeigt werden. So, jetzt sollten besonders klugen Köpfen von euch aufgefallen sein, dass das Bullshit ist, weil die erste Zeile doch immer nur auf dem ersten Platz angezeigt werden kann und niemals auf dem zweiten, weil man den noch unten springt. Ich erkläre es euch mal bildlich. Also, wir haben die erste Zeile und die zweite Zeile. Ja, hier hinten geht es weiter mit den Buchstaben. Wir haben ja insgesamt 10, ist jetzt auch mal egal. Sagen wir mal, wir haben ein Display mit 4 Buchstaben mit 4 Spalten und 2 Zeilen. Wenn wir jetzt nach unten navigieren, ja, das heißt, der Cursor springt in die zweite Zeile. Ich markiere jetzt mal den Cursor mit dieser Holzplatte hier. Der Cursor ist gerade unter dem ersten Buchstaben in der ersten Zeile. Wenn wir nach unten navigieren, springt der Cursor hier hin. Die Zeilen bewegen sich da noch nicht. Ja, ganz wichtig. Beim ersten Mal nach unten schalten bewegen sich die Zeilen nicht. Da war ja immer noch in dem sichtbaren Bereich sind. Wenn wir wieder nach oben springen, bewegen sich die Zeilen auch nicht. Es werden immer noch Zeile 1 und Zeile 2 angezeigt. Wenn wir allerdings zweimal nach unten springen, bewegen wir uns außerhalb des Displays. Das heißt in die dritte Zeile. Ja? Die dritte Zeile wird also noch nicht auf dem Display angezeigt. Jetzt erkennt dieses System hier hinten, dass wir ein zweites Mal nach unten geschaltet haben. Jetzt, das ist wichtig, das müsst ihr euch merken, ein zweites Mal und lädt deswegen diese dritte Zeile hier eins nach oben, wodurch auch der Unterstrich mit nach unten oben springt, weil wir ja festgestellt haben, dass dieser Unterstrich, ah, da waren wir noch gar nicht, aber da ja der aktive Buchstabe fest mit dem Koordinatensystem zusammenhängt. Und die erste Zeile springt aus dem Bild. Das heißt, wir haben jetzt hier Zeile 2, Zeile 1, die aus dem Bild raus ist, und Zeile 3. Und hier unten irgendwo Zeile 4, die jetzt angesteuert werden kann. So, ich habe ja gerade gesagt, es ist wichtig zu merken, dass beim zweiten Mal erst navigiert wird. Und zwar hat das folgenden Grund. Wir haben ja zwei Zeilen zur Verfügung. Das heißt, jedes Mal, wenn navigiert wird, muss das System feststellen, ob bereits nach oben oder unten navigiert worden ist, um nicht aus Versehen falsch zu schalten. Wenn wir nämlich jetzt hier nach oben gehen, soll er nicht direkt das ganze System nach oben springen, sondern er soll erstmal nur eine einzige Zeile nach oben gehen mit dem Unterstrich und dann erst beim zweiten Mal erste Zeile nach unten laden und die zweite in die zweite Zeile. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich weiß mir gerade nicht zu helfen. Ich zeige euch einfach mal den Zähler, der das kontrolliert. Hier ist das Baby. Oder ist es das? Ne, hier ist es. So, hier kommen die Signale für hoch und runter an. Ja? Das heißt, wenn ein Signal für nach oben kommt, geht das durch diesen Kurzsignalerzeuger, das auch ja immer nur ein ganz kurzes Signal hier in dem System ist. Und das Signal wird hier aufgespalten. Einmal wird es hier unten durch diese Leitung geschickt. Wenn sich hier ein Stein befindet, kann das Signal passieren. Ja? Das heißt, wie ihr sehen könnt, kann das Signal beim Eintreffen durch diesen Stein durchgeschoben werden. Ja?
auf der anderen Seite wird das Signal, das aufgespaltene Signal, hier dran vorbeigeleitet und zu diesem Block hier geschoben, zu diesem Piston hier ge geleitet, zu dem Nicht-Sticky-Piston, wodurch dieser Stein hier rausgeschoben wird. In dieser Situation passiert einfach gar nichts. Das Signal wird hier durchgeleitet, passiert den Stein, wird hier nach oben geleitet, wird hier den Piston aktivieren, welcher nichts macht, weil der Stein sich ja bereits an dieser Position befindet. Ja, das heißt, wenn ich jetzt immer nach oben drücke, wird auch immer die Zeile nach oben springen. So, wenn ich allerdings jetzt mal nach unten drücke, dann befindet sich dieser Stein genau an der falschen Position. Das heißt, beim ersten Mal nach unten drücken, wird das Signal hier aufgespalten. Das Signal kommt hier an den Stein an. Und tada, es passiert nichts. Weil nämlich der Stein schon noch nicht weggeschoben worden ist. Das heißt, der Stein ist hier nicht vorhanden. Das Signal kann nicht passieren, da es hier vorne verkürzt worden ist durch diesen Pulser. Ist es relativ kurz. Das heißt, nur nach einer gewissen Zeit, nachdem dieser Piston hier rausgeschoben worden ist, kann das Signal wieder passieren. Da ist es aber schon wieder aus. Das heißt, beim ersten Mal nach unten drücken passiert nichts. Das heißt, es springt einfach nur der Unterstrich nach unten. Allerdings werden die Zeilen nicht durchgeschaltet. Jetzt müsst ihr aufpassen, dieses System hier ist nicht zuständig für für das Koordinatenkreuz, sondern nur für das System, welches die Zahlen auf dem Display ausgibt. Das heißt, wenn ich nach unten drücke, beim ersten Mal wird das Display nicht nach unten durchgeschalten. Der Unterstrich springt allerdings doch nach unten. Das heißt, wir haben das System entkoppelt von dem Koordinatenkreuz. Das heißt, nicht jedes Mal nach unten drücken heißt auch Bildschirm nach unten schalten, sondern nur jedes zweite Mal, wenn es das zweite Mal in die gleiche Richtung ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ich ständig nach oben und nach unten drücke, springt der Unterstrich einfach nur ständig nach oben und nach unten, weil niemals zweimal hintereinander gedrückt worden ist. Erst wenn zweimal hintereinander der gleiche Knopf gedrückt wird, also oben oder unten, dann springt auch der Bildschirm mit, damit gewährleistet wird, dass sich der Unterstrich immer im Bildschirm befindet und dass man immer zwischen diesen beiden aktiven Zeilen hin und her springen kann. Klingt kompliziert, ist es auch ein bisschen, ist aber auch egal, wenn ihr es nicht verstanden habt, fragt mich einfach und ich werde es nochmal genau erklären. Ja. Ich habe ja eben gesagt, kluge Köpfe von euch wissen, warum hier genau exakt fünf Leitungen sind und nicht sechs. Wir haben ja schließlich sechs Zeilen, die auf dem Bildschirm ausgegeben werden können. Allerdings brauchen wir ja nicht hier die Berechnung von sechs Zeilen, das übernimmt ja dieses Koordinatensystem, sondern wir brauchen hier genau die Möglichkeiten, die angegeben werden können. Und das sind bei sechs Zeilen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exakt sechs Möglichkeiten. Fünf Möglichkeiten, Entschuldigung, sechs Zeilen, fünf Möglichkeiten, nämlich Zeile 1 und 2 zusammen, das ist der hier, Zeile 2 und 3 zusammen, das ist der hier, Zeile 3 und 4 zusammen, der hier, Zeile 4 und 5 zusammen, der hier und 5 und 6 zusammen, der hier. Also fünf Möglichkeiten bei sechs Zeilen auf dem Bildschirm. Und jede von diesen Möglichkeiten wird mit diesem Zähler hier aktiviert. Da wir uns ja gerade in der ersten Zeile befinden und noch nicht nach unten gedrückt haben, befinden wir uns noch in der ersten Möglichkeit, nämlich Zeile 1 und 2 auf dem Bildschirm. Das wird wie folgt ausgegeben. Da ich ja eben erklärt habe, dass jede von diesen Festplattenspeichern aus dieser Spalte theoretisch in der ersten und zweiten Zeile angegeben werden kann, können diese natürlich dann auch freigegeben werden oder nicht freigegeben werden. Das heißt, ich kann die Outputs aus diesen Speicherzellen entweder in die obere Zeile schicken, in die untere Zeile schicken oder blockieren. Ich könnte sie theoretisch auch in beide Zeilen schicken, was aber Schwachsinn wäre, weil dann würde ich ja Zeile 1 einfach in Zeile 1 und 2 anzeigen, dann hätte ich in beiden Zeilen das gleiche stehen. Das ist ja Quatsch. Ich will also, dass, wenn ich in Zeile 1 bin, dass Zeile 1 oben ausgegeben wird und Zeile 2 unten ausgegeben wird und die restlichen Zeilen von 3 bis 6 nicht ausgegeben werden, also blockiert sind. Das wird hier gewährleistet. Wie ihr sehen könnt, befindet sich diese Säule unter Strom. Das heißt, diese Säule ist zuständig für Zeile 1. Tada, hier ist sie schon mal. Die unterste, ne, hatten wir eben gesagt. Zeile 1 ist hier und der erste Buchstabe ist da. Und Zeile 2 auf der Seite. Tada, wird auch freigegeben. Wie ihr sehen könnt,
wenn die Zeilen gesperrt sind, sind diese Querstreben hier aus, wodurch die Fackeln aus sind, an sind, wodurch, wie ihr erraten könnt, eine T-Kreuzung gesperrt ist. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal diese Speicherzeile hier nehmen, ja,